Hallo und willkommen zu Part 6, 5, 6, wurscht, von meinem Direwolf 20 Let's Play. So, wir waren jetzt da letzte Runde, also im letzten Part waren wir im Nether. Haben uns gelost und besorgt, weil den brauchen wir für den Capacitor. So, dafür brauchen wir Gold, Redstone, Glowstone. Machen wir gleich ein Wischiwasch. Wischiwasch, waschi, so, dann Lois Only. Zack, zack, zack. Jetzt schmelzt er noch das, was drin war. Und jetzt schmilzt er eben unseren, wie heißt das? Energetiker-Leute zusammen. Hä? Ach so, im zweiten schmilzt der erste. Wie viel brauchen wir jetzt wo? Brauchen wir hier noch Coal Powder? Wahrscheinlich Slag. Warum ist hier die Dings weg? So. Da haben wir schon zwei. Die Kohle muss noch nach. Jo, jetzt sehen wir auch 1.1.2015. So, gib Gumme. Warum ist das gerade voll? Lol. Haben die kurzen Pausen echt so viel Strom gebraucht? Fressen die zwei Maschinen echt so hart? So, hier haben wir noch ein bisschen Kapellstone. Irgendwie gefällt mir das nicht, wenn es auf einer Seite offen ist und auf der anderen Seite geschlossen. So. Ja, ein bisschen schneller dafür, ja, die. Ach, wir haben ja, haben wir, haben wir, haben wir. Main Output, Bonus Output, Power Reduction. Gib ihm Gummi. So. Ja, Table könnten wir uns mal bauen. Buchdingens. Wenn wir Buch. Wir haben Letter. Nee, kann man es nicht bauen. Ist ja auch Wayne. Man tut das gerade auch irgendwas. Normal schon, aber das schaut so aus, als jetzt gerade hängen bleiben. Jo, kann eventuell wieder sein, dass sie rumspackt. Ja, der verbergt nicht einmal das, was er drin hat. Ich mach mir mal einen Crescent Hammer, aber den, das glaube ich nicht mehr. Oder? Mensch. Mach mal halt.
Electrical Steel. Ja, Silikon habe ich gerade keinen Wrench. 3S. Ah, ich weiß glaube ich schon. Ja, habe ich irgendwas wegen. Aus irgendeinem Grund umgestellt gehabt. Achso. Doch. Gut. Capacitor. Sehr gut. Das heißt rein theoretischerweise. Machine Upgrades increase Energy Storage and Speed Range of Machines. Das heißt, es macht doppelt so viel Dingens, das drum. Ich könnte mir noch eins bauen, dann wäre die der Verbrauch und die Dings schneller. So. Das heißt, ich mache mir noch zwei so Teile. Das heißt, ich brauche so Kupfer, Gold, Redstone. Zack, zack. Das heißt, ich brauche noch Gold, Redstone, Eisen. Ah, nicht Eisen. Redstone. Ah, Bluestone. So, und warum sagt es sich von hier nichts mehr? Pull. Das passt, ja. Ah, muss ich anschauen. Und nee. Jetzt packt das schon nicht offensichtlich rum. So. Achso, nicht Blödsinn. Packt überhaupt nicht rum. All smelting, jawohl. So, Kohl haben wir noch. Schwupp. Packen wir hier noch eins rein. Jetzt passt doppelt so viel Energie rein und es arbeitet auch weit schneller. Hier, boah, wollen wir für hier auch noch eins? Ja, wenn wir schon dabei sind, dass wir aufstocken, machen wir hier noch eine Kohle rein. Dann brauchen wir 2 Gold. So. Starting back up. Mach back up. Warum haben wir jetzt nur hier ein Pulverized Coal bekommen? Ja, egal, wir brauchen immer eins, stimmt hier. Ah, was fehlt? Haben wir. Ah. Ich dachte, die hätten wir schon. Zum Teufel fehlt jetzt dann. Kupfer. Eieieiei. Ah nee, ich nehme lieber den Kupfer zuerst. Da haben wir noch. Ah, haben wir nicht so viel. Nicht unnötig Platz verbrauchen. So. Jetzt haben wir auch hier ein Upgrade. Das heißt, jetzt sollte alles viel schöner laufen. Das brauchen wir für den Oktatik, da brauchen wir Enderperlen dazu. Ja, da haben wir noch zu wenige. So, dann kommt hier das rein. Hier stellen wir wieder auf All Smelting. Wir tun dieses rein. Ja, ich würde gerne wissen. Sehr gut. Die Range funktioniert für die Ender IO Items. So. Ja,
Weiß ich nicht. Das Schwert schickt mir den End. Ah, einen Nether. Schwupp und weg. So, wie heißt denn dieser Kasten, wo man Werkzeuge reintun kann? Jo, Leute von heute. Es ist im Bibliocraft, das weiß ich. Ah, nein. Toolrack. Dafür brauchen wir nicht viel. Ist halt gerade nicht meine Lieblingsfarbe oder Holz, aber wenn wir schon davon ein Teil haben. So. Fein. Ich habe da aber noch irgendwas bei Bibliocraft gesehen, was mich auch schon länger reizt. Eine Oak Glock. Stick. Eigentlich gar nicht so teuer. Würde ich mir fix gern bauen wollen. Wir brauchen dann bald auch mehr Holz. Auch zuerst die Uhr. Wo stelle ich sie hin? Oh, ist die geil. Dieser der Hammer. Gefällt mir. Soll mal schauen, ob sie wirklich funktioniert. So, jetzt haben wir kurz vor 6. Naja. Ganz so wirklich funktioniert es halt nicht. So, gut, ich glaube, wir haben jetzt eine vernünftige Stromproduktion, einmal also Verarbeitungsproduktion. Wobei ich sehe gerade, dass wir trotzdem noch ein bisschen mehr Strom brauchen. Deshalb baue ich mir hier kurz mal auf. So, dann mache ich noch einen Stirling Generator. So, zum Glück habe ich noch gebackene Steine. Den Ofen und Piston. Gefällt dir das jetzt echt? Bald. Ups. So. Wir haben echt bald kein Holz mehr. Ah, verdammt. Hä? Also.
So. Das heißt eigentlich, dass wir hier auch noch einmal so eins machen sollten. Dafür brauchen wir 2 Gold, 2 von dem hier, 2 von dem hier. Schalten wir hier auf Alloy Only. Conduits und zwar Energy. Dafür brauche ich Conduits. Ah, ich brauche Sand, Gravel, Clay. Ich habe hier Sand, Gravel. So. Der Fahrer. Also sind die verschiedensten Arten. Putte. Dann machen wir gleich einmal einen Stack. So. Gleich mal hier kurz ein bisschen aufmisten. Was hier nicht reingehört. Alter Schwede, ich hab echt brav gesammelt. Müsste mal lassen. So, mal schauen, ob ich das Rezept. Jawohl. Ich nehme schon wieder das falsche Kupfer. Sehr gut. Ja, Goldplan, jetzt brauchen wir immer wieder, die brauchen wir jetzt nicht zusammentun. Wir brauchen irgendwie eine weitere Kiste. Wir haben kein Holz. Ich kann mir gerade nicht einmal eine einzige verkackte Kiste gönnen. Katastrophe. Egal, was brauchen wir für Kontakte? Iron und Redstone drauf. Messen wir gleich einmal. Eine Handvoll rein. Das gleich so. Neues Only. Da dazu. Das muss jetzt vor sich hin brodeln. Währenddessen gönne ich mir jetzt echt ein paar Bäume, weil ich kein Ton. Ich muss auch irgendwann einmal schauen, wie das hier mit den Shortcuts geht. So. Oh, brav! Oh nein, jawohl, brav ist im Kern. Jetzt weiß, wo es hingehört. So. Gut, jetzt haben wir auch schon jede Menge Hühner, also das heißt, das Essen wird uns vorerst einmal nicht ausgehen. Dann sind wir hier mal als Feuer
Fledermaus den Baum an. Alter Schwede, es sind schon wieder 20 Minuten vergangen. Ich muss echt zum Let's Play aufhören, sonst vergeht mein Leben war noch schneller. Ich habe mal ein bisschen aufgenommen und schon wieder 20 Minuten. Und im vorderen, also im Part davor genauso. Habe ich zwar nur ca. 17 Minuten gemacht, aber da ging die Zeit genauso schnell vorbei. So, ich hoffe, dass die Maschinen dick sind. Nein, nicht ganz. Aber macht nix. So. Gut, zum Lauf gesetzt. Das ist halt echt die Frage, wie ich das mache. Ich glaube, ich werde das Ganze kurz mal niederreißen. Wo ist mein... So. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Da kommen die Barren gleich hier mal rein. So, die Kiste kann ich auch weg tun, das sollte sich hier ausgehen vom Platz. Nein. Tue ich hier mal die Sachen kurz mal zwischenlagern. So. Jetzt habe ich es natürlich verkackt, indem ich hier so ekelhaft. Ich glaube, ich werde hier meine zwei Stirling Generators hinbauen. In der Mitte kommt die Barrel mit der Kohle rein. Ein Firebed wieder ausmachen. So. Konfigurieren. Pull. Nan. So. Pull. Sonst habe nichts hier. Gut, das heißt, sehr gut. Vielleicht muss der eh drunter gehen. Nämlich die Dinger hier verteilen. Nee. Nämlich hier entlang. So, dann Segmel, alles Melter. Ich nehme das kurz mal raus und brate ein bisschen Stein. Kommt hier die Output-Kiste für die Segmel rein. Push. Und hier bleibt Pull. Die Kiste muss ich dann wo übel versetzen. So, ich habe ja Gott sei Dank jetzt ein bisschen Holz über und machen wir hier eine. Fixe Umbau. Das ist Pull, das ist Push.
ist Pull und geht das? Geht nicht. Egal, dann wird dahinter die Dingen sein. Dann würde ich das aber gerne so haben, dass ich hier schön den Boden mache. Ja, es ist sicherlich nicht kompakt gebaut oder so, aber auf jeden Fall so wie ich es haben will. Ja, ich brauche noch eine Kiste. Ich nehme eine Kiste. Eine Kiste. Ich nehme eine Miste. Ich brauche eine Kiste. So. Sehr gut. Also, falls ich es noch nicht erwähnt habe, mein Fuß ist gerade eingeschlafen. Das meinte ich gerade nicht. Wenn man hier auf Configuration geht, oder Configure.io, kann man hier Pull und Push und Pull Push etc. einstellen. Das Pull Push, dieses Doppelte, das weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man sagen, aus welchen Seiten er ziehen soll und wohin drücken. Also Pull and Push. Pull and Push. Oh. Jede Menge. Noch verarbeiten muss. So, dann haben wir hier noch die Steine. Jo, so, das ist erst einmal meine kleine Stromproduktion. Also ich glaube, wir haben hier jetzt eine Stromproduktion aufgebaut, die eigentlich reichen sollte für die zwei Dingensen da. Und ja, der füllt sich und der wird gerade ordentlich gepowert und ja, da geht jetzt ordentlich was weiter. So, liebe Leute, wir sind bei fast einer halben Stunde angelangt, wie ich überlinke, wie ich schneide oder nicht. Hinterlasst mir ein Feedback, Daumen nach oben oder unten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Jo. Sorry. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.